Hallo und herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Mein Name ist Frank Christmann vom Heimkinoraum Stuttgart. Und keine Sorge, wir sind nicht zur dunklen Seite der Macht gewechselt. Wir zeigen euch heute nur die dunkle Seite des Heimkino Oblivion. Im Vorraum zum Heimkino kann man sich hier richtig auspowern, bevor man dann abschalten und sich im Heimkino Oblivion komplett vergessen kann. Die gemeinsame Reise mit dem Kunden startete 2016 mit dem Kauf des ersten Heimkino-Beamers. Dabei wurde der Kunde dann schon komplett mit dem Heimkino-Virus infiziert und hat in den folgenden Jahren das Kino Stück für Stück vervollständigt. Dabei hatte er immer eine optimale Raumakustik im Hinterkopf. In der letzten Ausbaustufe wurde dann endlich der finale Raumausbau fertiggestellt, inklusive komplettem Akustikkonzept und neuen Lautsprechern. Aus vielen Besuchen hatte er eigentlich schon einen Favoriten im Kopf. Allerdings kam er glücklicherweise dann im letzten Moment nochmal zu uns in die Ausstellung, wo wir optimierte Räume haben, um ganz einfach verschiedene Lautsprecher miteinander vergleichen zu können, und hat dann seine richtigen Lautsprecher gefunden. Und welche das geworden sind, seht ihr im nächsten Schritt. Wie ihr schon an meiner Stimme hört, ist das Kino nicht nur akustisch richtig gut geworden, sondern sieht auch mega gut aus. Mit den LED-Stripes, die hier an die Dachschrägen angepasst sind, ergibt es ein super schönes individuelles Lichtdesign. Die LED-Stripes kann man natürlich nach Lust und Laune in ganz unterschiedlichen Farben programmieren. Damit das Ganze so gut klingt, wie wir eben auch hier hören, muss man einige Dinge beachten. Hier in diesem Kino haben wir 5 wesentliche Bausteine, um die Raumakustik deutlich zu verbessern. Beginnend vorne mit der sogenannten Vorbauwand. Dahinter ist eine Bassfalle integriert. Zudem haben wir hier eine akustisch transparente Leinwand, hinter der die Hauptlautsprecher platziert sind, damit der Ton auch wirklich perfekt aus der Bildmitte kommt. Die bestehende Leinwand mit mattweißem PVC-Tuch wurde im letzten Schritt auf ein Akustiktuch umgebaut, um eben das Akustikkonzept hier auch richtig umsetzen zu können. Bei der Größe und dem Format wurde hier auf 3 Meter im 21:9 Format gesetzt, denn wie man sieht, limitieren die Dachschrägen hier einfach die maximale Breite und so holen wir das maximal Mögliche aus dem Raum heraus. Die Lautsprecher hinter der Leinwand sind von Monitor Audio aus der Gold-Serie und die klingen wirklich fantastisch. Kann ich nur wärmstens empfehlen, die Lautsprecher. Passend zu den Hauptlautsprechern in der Front wurden natürlich auch die passenden Surround-Lautsprecher im hinteren Bereich kombiniert und auch die Atmos-Lautsprecher sind natürlich hier wieder in der Decke versteckt hinter unserem Akustikstoff. Dazu haben wir im hinteren Bereich einmal 3D-Diffusoren und außerdem ein Blu-ray-Regal, das auch ähnlich wie ein Diffusor wirkt. Der letzte Baustein, den man hier sehen kann, ist der Teppichboden, denn auch der absorbiert hochfrequente Schallanteile. Der Kunde hat das Kino hier Hand in Hand mit unseren Installateuren gemeinsam gebaut, hat dabei in den letzten Jahren viel schon vorbereitet und die Unterkonstruktion beispielsweise nach unseren Vorgaben gebaut. Und dann am Ende für das Feintuning kamen unsere Installateure zum Einsatz, denn beispielsweise die Bespannung solch großer Flächen erfordert schon eine ganze Menge Erfahrung, um das hier faltenfrei hinzubekommen. Die Technik für das Heimkino ist hier im Kniestock in ein integriertes Regal montiert worden. Und hier finden wir den AV-Verstärker, der die Lautsprecher mit Leistung versorgt.
Natürlich kann man hier auch noch mit einer Endstufe etwas mehr Potenzial rausholen, aber das kann ja auch noch in Zukunft erweitert werden. Außerdem haben wir den Blu-ray Player und ein Apple TV für die Streaming-Inhalte. Ganz hier unten finden wir dann den Rekornverstärker. Der bringt hier die Sitze zum Wackeln, denn der treibt die Körperschallwandler an, die hier im Kinosessel verbaut sind und den Bass auch richtig spürbar machen. Im richtigen Heimkino dürfen natürlich auch die passenden Kinosessel nicht fehlen. Hier mit verstellbarer Fußstütze und Rückenlehne und kompatibel zu den Körperschallwandler, die hier direkt an den Rahmen montiert werden können. Hier finden wir einen nativen 4K-Projektor von Sony, der eine rasiermesserscharfe Bildqualität liefert und so macht das Filmeschauen eben richtig Spaß. Das war das Heimkino Oblivion. Der Kunde ist mit dem Ergebnis total begeistert und kann nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag hier vollständig abschalten. Wenn auch ihr Lust auf ein eigenes Heimkino habt, aber keinen eigenständigen Raum zur Verfügung habt, kein Problem. Man kann Kinos nämlich auch ins Wohnzimmer bauen. Ihr seht also, es lohnt sich immer wieder im Heimkinoraum in eurer Nähe vorbeizukommen, denn wir bauen Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Mein Name ist Frank Christmann vom Heimkinoraum Stuttgart. Bis zum nächsten Mal.